Lieben, ich begrüße euch aus einem verschneiten Aachen. Und wie sind wir zu diesem Glück gekommen? Wir hätten eigentlich jetzt als nächstes nach Lübeck oder sowas. Ja, wie sind wir zu dem Gig gekommen? Spontan gestern entstanden, deswegen bin ich auch alleine unterwegs, ohne Ole und so weiter. Wir sind schon hier, war nur eine 2 Stunden Fahrt. Und ich gehe jetzt erstmal den Club suchen. Heute ist übrigens Valentinstag. Es geht heute um ganz viel Love. I love you, you love me. Auch bei uns, bei Liedgut, gibt es auch ganz viel Love heute. Wir werden es schon sehen. Bis später. Also, Caro, du siehst so wunderschön aus. Deine Augen glänzen so sehr. Und hier wieder ein historisches Gebäude, von dem ich keine Ahnung habe, was es repräsentieren soll. Aber schön ist es, allemal. Yay. Aachen erinnert mich bis jetzt so ein bisschen an die Schweiz. Alles ist ganz klein und verschneit und schnuckelig. Lalalala. Oh Mann, mal sehen, was uns dort erwarten wird. So, wir haben den Club gefunden. Jetzt gehen wir gleich rein. Ha. Eben Soundcheck gemacht. Der Laden ist echt süß, richtig schnuckelig. Guckt euch an. Ich bin heute als erster dran und öffne den Abend. Ha. Also ich bin übrigens Lisa und genau. Das war doch irgendwie irgendwoher, ne? Das mit dem Hallo Lisa. Das ist so eine das ist so ein anonymer Treff. Das ist ein Treff der anonymen Alkoholiker hier. Und dann sage ich, hallo, ich heiße Lisa. Dann müsst ihr antworten, hallo Lisa. Kennt ihr das? Okay, dann machen wir das nochmal. Hallo. Also danach muss ich erklären, warum ich hier bin. Oder warum ich hier richtig bin. Hallo, ich heiße Lisa. Hallo Lisa. Schön. Ja, ich bin hier, weil ich selbst betroffen bin. Wer kennt Götz Wittmann? Okay, wer kennt Joint Venture? Sagt euch das was? Okay, da sind ja immer dieselben Leute. Ich dachte, ne? Also es ist ein Liedermacher, den ich total, also der hat mich total inspiriert hat ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben. Und dieser Götz, der ist sehr bekannt unter den Liedermachern. Stimmt auch, oder Ivan? Genau, und als erstes kommt auf die Bühne nämlich derjenige, der auch bei Götz Wittmann aufgetreten ist und der mit ihm befreundet ist. Oh, wie klasse ist das denn? Ja, und ich sag jetzt einfach sorry, mal, komm doch bitte auf die Bühne. Das ist nämlich der Aussprecher, wie der heißt. Der heißt, okay. Ivan spielt akustisch das vorwiegend deutsches Liedgut. War das okay? Ja. So heißt der nämlich. Jetzt bitte Applaus. Bitte Applaus geben.